Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Ein Schutzcover mit eingebauter Bluetooth-Tastatur und einem Akku von General Keys möchte ich Ihnen hier heute vorstellen. Ganz speziell für das iPad 2 gedacht. So sieht das Teil aus. Eine massive Kunststoffhülle ist das. Ja, massiv. Also stabil, sagen wir mal so. Und auch die Tastatur macht einen recht stabilen Eindruck. Und jetzt brauche ich nichts anderes als einschalten. Mit meinem iPad 2 paaren, einklipsen. Man muss es nicht einklipsen, aber sonst fällt es ja raus. Und dann kann ich zum Beispiel eine neue Notiz eingeben und irgendetwas schreiben. Und was weiß ich was. Jetzt muss ich also reden und gleichzeitig schreiben. Da geht mit Sicherheit was schief, aber ist egal. Sie sehen, es funktioniert also auf jeden Fall. Wir haben eine ganze Menge Spezialtasten hier oben für Apple, wo ich direkt Funktionen aufrufen kann. Und jetzt schreibt er sie sogar hin, markieren und so weiter und so weiter. Wir haben die Möglichkeit, auch hier Steuerungen für Wiedergabe und so weiter, Stopp und Lautstärke und alles das direkt von der Tastatur aus zu machen. Das ist also alles schon so angelegt, dass es ganz speziell mit dem iPad funktioniert. Eingebaut ist ein Akku mit 4000 mAh, der reicht also für 1200 Stunden Betriebsdauer. 1200 Stunden Betriebsdauer. Und das ist schon eine richtige Nummer. Also ein schönes Teil von General Keys, stabil, die Tasten sind weit genug auseinander. Tastendruck ist ganz in Ordnung. Es ist natürlich keine große Tastatur, aber man kann gut damit umgehen, man kann gut darauf schreiben. Ja, und das war's eigentlich. Das war's? Ja, denn jetzt klappen wir das Ding zu, haben es im stabilen Gehäuse, haben alle Anschlüsse und Netzschalter und so weiter nach außen geführt. Und jetzt können wir damit natürlich beruhigt irgendwo hinfahren, denn wenn man mal irgendwo anstößt oder so, damit passiert nichts mehr. Eine tolle Lösung. Ich habe Spaß damit, ich hoffe Sie auch und tschüss.